Willkommen zurück zu einer neuen menschenverschiffenden Folge Death Stranding. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, wir sind unter die Menschenhändler gegangen, denn wir liefern hier einen komplett verpackten Menschen, der gesund ist, der am Leben ist. Keine Ahnung, warum die Lady nicht laufen kann. Wäre deutlich einfacher gewesen, aber sie wiegt ja nicht viel. 40 Kilo oder sowas. Ist eine sehr, sehr leichte Person. Auf den ersten Blick würde ich sagen, die wiegt mehr als 40 Kilo, denn so klein ist die ja nicht. Ich meine, Norman Reedus ist zwar kein großer Mann, aber trotzdem. Mehr als 40 Kilo wird die Kleine schon auf den Rippen haben. Ihr da draußen wollt mich ein wenig bei meinen DHL-Pflichten unterstützen? Dann lasst doch einfach eine Bewertung da. Ich würde mich drüber freuen. Und natürlich schreibt gerne einen Kommentar. Die Leute haben mich schon informiert, die nächsten Stunden in dem Spiel sollen ziemlich krass werden. Also krass im positiven Sinne. Ich bin gespannt. Es soll eine Menge, Menge Story passieren. Also liefern wir mal hier die junge Dame ab. Verschnürt und verpackt. Nur für sie der Herr. Ein kleines Sklavenmädchen aus dem anderen Lager. 45 Kilo wiegt sie. Die wiegt definitiv mehr. Mit Verpackung 45 Kilo, ja? Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja, jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam, du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Ah, der gute alte Keystro Express. Da entstehen Hochzeiten. Ich meine, würdet ihr heiraten in so einer Zeit? Naja, eigentlich gerade in so einer Zeit kann man eigentlich heiraten, weil was hat man zu verlieren, oder? Wenn sie dich nervt, sagst du einfach, ja, die ist in den Regen gelaufen und gestorben. Das ist halt so passiert, ne? Ja. Scheidung braucht man nicht mehr. Ich schmeiß meine Frau einfach raus in den Regen. Nach wem ist denn die junge Dame nachempfunden? Ich glaube schon, dass es da irgendwie... Was? Was habe ich denn hier noch bekommen? Ach, der Bot.
Ich glaube schon, dass die irgendeine Vorlage hat da draußen. Man hat ihr den Titel großartiger Frachtenhelfer verliehen. Geil. Du hast Brückenlink Klasse 10 erreicht. Du kannst jetzt Strange Verträge mit anderen Spielern schließen. Du kannst jetzt Kooperationsanfragen stellen und andere Spieler um Materialien für deine Konstruktion zu bitten. Der Zeitraum, in dem du Likes sendest, kannst, wurde auf 5 Sekunden erhöht. Ich kann jetzt mehr liken. Geil. Nehmt euch das mal als Beispiel. Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Echt jetzt? Das ist die Zukunft. Es gibt keine Berührung mehr. Ich weiß, er will nicht berührt werden, aber trotzdem. Irgendwann berührt man sich nicht mehr, sondern macht einfach nur noch Daumen hoch und so ein kleines Emoji kommt, weil du irgendein Implantat in deiner Hand drin hast. Na, willst du mit mir befreundet sein? Daumen runter, Bruder. Okay. Ja, wir haben jetzt dieses Skelett für immer und die Schockbombe ist neu. Oh, Amerika. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ha? Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Alles klar, neue Mission und immer irgendwas dabei haben. Ich verstehe, mein Freund, ich verstehe. Aber jetzt müssen wir erstmal liefern, denn wir haben ja noch ein bisschen was. Boom. Riesige Ladung. Nicht auf dem Rücken, aber in meinem kleinen Schwebelaster. So. Mal Points von allen für allen. Dankeschön. Und
dann recyceln. Hätte ich auch noch was. Ah, die Bola ist halb durch, oder? Na, 8 Schuss sind da noch drin. Dann haben wir noch die Anti-GD-Waffe. Reparaturspray ist immer gut. Das Kraftskelett nutzen wir gerade, oder? Nutzen wir nicht. Ah, wir haben das Geschwindigkeitsskelett. Aha. Aber Geschwindigkeit finde ich auch deutlich geiler. Ja, das können wir wegmachen. Und irgendwo habe ich noch alte Gammelschuhe. Das sind jetzt zerfallen. Ich habe die nämlich bis ans Äußerste verwendet. Ne, die hier tragen wir. Okay, die sind wirklich komplett zerfallen. Ja, gut. 10 Kilo halt, ne? Wo man mit sich rumschleppt. Adios. Kann mir ein neues holen. Und weg damit. Dann nehme ich lieber die Punkte. Das zerfällt mir nämlich auch. Sobald was irgendwie 70-75% Abnutzung hat, musst du nur einmal irgendwie blöd fallen und es ist weg. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Tochter und die Mutter sehen ja identisch aus. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Nicht, dass die irgendwie symbolisieren wollen, hey, die Tochter... Ich glaube irgendwie, wir haben so eine Art Zeitverschiebung. Ausrüstung herstellen. So, eine Schockbombe. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Geil, Mann. Absolut geil. Reparaturspray. Ersatzschuhe wären ganz gut. Ja. Blutgranaten wären super. Machen wir 2. Und ab geht's. Okay. So. Da haben wir endlich wieder Blutgranaten dabei, denn im Schweber haben wir noch die Waffe. Eine Waffe wäre noch gut. Obwohl, reicht eigentlich mit der Anti-GD-Gun. Ja gut, machen wir so. Nein, 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 nein. Bestätigen. Immer dieses Bestätigen. Ich sag euch, Hideo hat sich gedacht, yo, geben wir ihm das umständlichste Menü überhaupt, um ihn noch schneller an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Wetterstation. Weißt du was, Kumpel? Du machst das hier. Ja. Und viel Spaß! Sambot 3000. Wobble, 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 wobble. Ding dong, ding dong, ding dong. Irgendwie ist das so ein Party-Lieferbot. Eigentlich müsste der die Pizza bringen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Boah, das ist wieder ein ekelhaft weiter Weg. Oh no. Ja. Ja. Nee, brauch ich nix. Hab ja eben gerade alles gemacht. Das meine ich, das Menü ist so endlos zeitaufwendig. So. Mal ganz kurz reingucken, ob wir hier noch irgendeinen Standardauftrag haben, der vielleicht auf dem Weg liegt. Vielleicht da hinten der Handwerker. 55 Kilo. Gut, wir nehmen den an und ich latsch los. Lange unterwegs, was? Ich hoffe, der Fracht geht so gut wie dir. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, du warst der Richtige für den Job. Bin ich das nicht immer? Bin ich nicht immer der Richtige für den Job? Die Lieferung war ruhig und absolut unspektakulär. Das sind also seine Sachen. Motor und Tasche.
Wir sind anders als unser normales Zeug. Neue Typen, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat? Hab schon gehört, er sei ein Profi. Aber trotzdem, echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung. Hey, die Leute vom Verteilerzentrum haben gerade die Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Ich hoffe jedenfalls, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Privaten Raum deinen Rucksack anpassen kannst. Probier's doch mal aus. Alles klar, gehen wir da mal hin und schauen mal, was wir da machen können. Ach, jetzt können wir hier das Farbschema ändern. Nun. Ich nehme Rot. Ist total auffällig, da sehen mich die Gegner schon von der Ferne und wissen, auf wen sie schießen müssen. Ach, ich muss ja noch bestätigen. Ach, immer dieses Bestätigen! Ich kann eine Windmühle ranmachen. Wieso nicht? Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche Vorteile. Duschen, Toilette... nö, eigentlich nicht. Wir können direkt uns wieder auf den Weg machen. Die Arbeit ruft! Okay, lässt sich schon mal deutlich geiler lenken als das Mule-Fahrzeug. Jetzt erstmal schauen, wo müssen wir denn hin? Wir müssen zur Cosplayerin und wir müssen zu Lake Knot. Alles klar, ich fahre uns erstmal ganz schnell zur Cosplayerin und dann zu Lake Knot. Was zur Hölle ist denn bitteschön das hier? Horizon Zero Dawn? Moment, bedeutet das irgendwie, dass all diese Spiele in einem Universum spielen? Und warum ist der hier? Wachturm. Ich meine, ja, cool. Sehr beeindruckend. Soll das ein Easter Egg sein? Oder können wir irgendwie Hologramme erstellen, wenn wir Bock drauf haben? Naja, dann weiter zur Cosplayerin. Leider haben wir hier ein sehr unschönes Gelände. Boah, da drüben ist eine riesige Brücke. Wurde die von uns gebaut, oder... Wir haben auch einen Turbo. Der kostet aber ordentlich Sprit. Und es fängt an zu regnen. Aber natürlich, aber natürlich. Und hier ist natürlich wieder mal so ein richtiges Kackgelände. Ne? Es war absolut klar, dass der Weg zur Cosplayerin nicht geschenkt wird. Ja, im Notfall kann ich hier aber auch eine Batteriesäule bauen. Ladestation, Generator. Diese Untersteller sind richtig geil, weil die reparieren auch die Fracht. Sehr, sehr praktisch, die Dinger. Sehr, sehr praktisch. So, bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung, wo meine Markierung ist, aber die Cosplayerin ist hier. Dein ranziges Nähzeug. Dafür wäre ich beinahe gestorben. Ich würde mal behaupten, ich bin der wichtigste Mann in ganz Amerika. Wow, klasse, du hast es geschafft. Ich hatte mit ein paar Kratzern gerechnet, aber da lag ich offensichtlich falsch. Kannst du es offiziell machen?
Immer wenn ich meinem Partner von dir erzähle, ist er ganz begeistert und sagt, wie gerne er dich kennenlernen möchte. Er interessiert sich auch sehr fürs Chirane-Netzwerk, ist auch voll dafür und so. Aber irgendwie blicke ich immer noch nicht richtig durch. Eigentlich will ich sagen, dass ich es wirklich ausprobieren will. Aber nur, wenn es keinerlei Verpflichtung bedeutet. Würdest du mich verbinden, wenn das so möglich ist? Sie will den Leitvertrag für junge Studenten, verstehe ich, okay. Ist jederzeit kündbar. Einfach eine SMS schreiben, schon bist du raus. Willkommen! Willkommen in Amerika. Deine Cosplays sind ein wichtiger Beitrag. Hey Sam. Sam Bridges. Willkommen in unserem Sommerhaus am Wasserfall. Danke für deinen Besuch. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Ich weiß, was du dich fragst. Sitzt da ein Otter auf meinem Kopf oder freue ich mich nur, dich zu sehen? Beides ist richtig. Übrigens zählt der Otter zu den Hundeartigen. In meiner Familie haben wir auch Hunde, aber genug von meinem Bruder. Mann, du bist ein harter Brocken. Hey, wusstest du, dass Otter auch ohne Land überleben können? Oh ja, sie fressen, schlafen und gebären sogar im Wasser. Das Einzige, was sie daran nicht tun können, ist ertrinken. Weil sie so gute Schwimmer sind. Alles klar. Wow, du lachst ja genauso viel wie dieser Kerl hier. Hey, die will ich dir übrigens schenken. Sie wird dir auf deinem Weg helfen. Und keine Sorge meinetwegen. Ich hab genug von diesem Otterleben. Also echt, komm schon. Otterleben? Der ist ziemlich gut. Komm. Echt mal, das ist mein erster Auftritt vor Zuschauern seit 12 Jahren. Ist das Conan O'Brien? Oh, okay, die will ich tragen. Die will ich definitiv tragen. Yay, eine Otterkapuze. Alter, oh, es ist Conan. Diese Kapuze hier hat übrigens meine Cosplay-Partnerin gemacht. Sie ist großartig. Dreifach vernäht. Aus Seide. Sie ist unglaublich. Trage sie, dann kannst du auch die Stromschnellen sicher passieren. Es sei denn, du willst nicht so sexy aussehen. Stimmt's? Echt jetzt? Immer noch nichts? Weißt du was? Alles klar. Geh einfach. Geh einfach, okay? Ja, und werde eins mit dem Fluss. Das wird lustig. Krasser Scheiß. Conan O'Brien ist hier im Spiel. Ich weiß, dass er irgendwie mit Kojima irgendwie bundelt und die beiden sind alte Bros. Er hat wohl jeden reingeholt, den er irgendwie nett findet. Ich finde dich sympathisch. Willst du in meinem Spiel sein? Bumm. What? Der schenkt mir hier einfach so ein Bike. Wem gehört denn das? Okay. Dankeschön. O'Briens Bike. Was mir wahrscheinlich nichts bringen wird, oder? Na komm schon! Ah, ich will dich haben! Ja! Nein! Ich hasse mein Leben. Eben gerade ist es abgehoben. Ja! Verdammt! Die Leute in South North City haben wegen der Terrorangriffe in letzter Zeit viel durchgemacht. Auch Versorgungsgüter erreichen sie jetzt nur unregelmäßig. Es hungert niemand, noch nicht. Aber in der Stadt breitet sich Unbehagen aus. Du musst ihnen so viel Nahrung, Oxytocin und andere Grundversorgungsgüter wie möglich bringen. Außerdem lieferst du Samen, Regenwurm- und Insektenproteinpaste, organische Chemikalien und mit deinem Blut versehene Anti-GD-Waffen. Nichts davon kann man via chiralem Drucker senden. Das wird die Einwohner daran erinnern, dass sie mit dem Rest des Landes verbunden sind.
Es wird ihnen Hoffnung geben. Und wenn du sie ans chirale Netzwerk anschließen kannst, ist das umso besser. Aber trotzdem lässt mir etwas keine Ruhe. Fragile war vor kurzem hier und sagte, der Strand sei irgendwie instabil, weshalb sie Probleme habe zu springen. Bis Ruhe einkehrt, wird sie dich nicht unterstützen können. Fragile ist im Verteilerzentrum südlich von Lake North City, falls du mehr wissen willst. Ich habe dir ihren Standort auf der Karte markiert. Sieh dir das mal an. Und übrigens scheint die chirale Dichte überall zu steigen. Wir untersuchen gerade, wie das die Funktionalität der Cupids beeinflusst. Aber du musst dir darum keine Sorgen machen. Mach weiter das, was du am besten kannst, ja? Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Kleine Wasserstoffbombe? Come on. Ist doch wieder eine Falle, oder? What? Und wir nehmen die einfach so mit? Oh, Sammy Boy. Ist das eine kluge Entscheidung? Naja, du musst es ja wissen, ne? Oh, hi. Hi. Sam Bridges, nehme ich an. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Vorsicht, Fragile heißt ja zerbrechen. Das ich für dich geholt habe aus Lake Nod. Moment, ich habe kein Paket erwartet. Er sagte, der Kunde sei Fragile selbst. Das System laufe nicht und ein Bote von Bridges müsse es persönlich überbringen. Wer? Hey, ich sag doch, es war Hicks. Komm, das muss ich mir ansehen. Haben wir vielleicht eine Chance. Wie konnte Sam nicht wissen, dass das eine Bombe ist? Ich meine, es ist doch quasi unmöglich. Oh nein, mein Motorrad ist auch beinahe leer. Alles klar, wir sollen hier entlang und da hinten... Das ist wohl die Grube, wo es rein soll. Sam, du bist am See, oder? Ja. Werde diese Atombombe schnell los. Wie? Fracht werfen. Alles klar, wo ist diese Fracht? Wo ist meine Bombe? Wo ist meine Bombe, die ich mit mir rumschleppe? Hier. In der Hand tragen. Egal welche.
Aha. Also, ich hab's jetzt hier und... Wie wirft er die jetzt? Moment. Ah. Verstehe. Bisschen umständlich, aber ja. Mal wieder die Welt gerettet. Mann, das war echt knapp. Du hast die Stadt und alle darin gerettet. Weit mehr, als ich es je getan habe. Vielleicht war Middlenaut einfach nicht zu retten. Aber Southnaut ist noch hier. Dank mir und dir. Was ist mit dir passiert? Die Atombombe war bereits vor den Toren der Stadt, als ich Hicks Plan durchschaut hatte. Ich folgte dem Liefertruck und schaffte es irgendwie, die Bombe in Sicherheit zu bringen. Aber Hicks war mir von Anfang an gefolgt. Er erwischte mich vor den Toren auf frischer Tat. Die Bombe hielt ich noch wie ein Kind im Arm. Und als Strafe zwang er mich, mich auszuziehen. Und dann ließ er es regnen. Hör zu, Fragile. Ich mach dir ein Angebot. Willst du den Rest deiner Tage als beschädigte Ware fristen? Oder würdest du lieber für die Ware Schaden nehmen? Komm zum Punkt. Okay. Wenn du nur dich selbst retten willst, musst du bloß springen. Aber wenn du weiter auf der selbstlosen Schiene fahren willst, musst du meine Bombe zur bodenlosen Grube bringen und hineinwerfen. Na klar, dadurch wirst du zur Retterin der Stadt. Aber dafür musst du nackt durch den Zeitregen laufen. Viel von deiner Zeit gegen ein bisschen Zeit für die Stadt. Für mich klingt das nach einem fairen Tausch. Ehrlich gesagt, mag ich mein Gesicht nicht besonders. Deshalb verstecke ich es. Aber du... du liebst deins, stimmt's? Oh, Papi war bestimmt richtig stolz. Oh, nein. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich will nämlich, dass dein Gesicht Zeugnis ablegt.
hast du es getan? Warum hast du mich verraten? Weil ich jemanden gefunden habe, der zu mir passt. Jemanden, für den ich keine Maske tragen muss. Oh. Ein guter Rat. Selbst wenn du South Nord rettest, wirst du immer die verrückte Middle Nord-Attentäterin sein. Oh, dein hübsches Gesicht wird immer als das Gesicht einer Terroristin gelten. Sie werden dich ewig jagen. Glaub mir, ich weiß das. Und auf dem Weg gehst du dann trotz zerbrechlich Aufkleber kaputt. Oh. Also. Was darf es sein? Hm? Ich nehme den Schaden. Und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Na dann, viel Glück dabei. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Ich bin keine Heldin, Sam. Meine Entscheidung. Ich bereue sie jeden Tag. Ich hätte mich retten können, wäre ich einfach nur gesprungen. Aber stattdessen hast du eine Stadt gerettet. Mehr noch, du hast den Menschen Hoffnung gegeben. Tja, jetzt muss ich nur noch eine Person retten. Hicks wird dafür büßen, dass er mich hintergangen hat. Indem du ihn tötest? Unmöglich. Er ist heute viel mächtiger, als er es je zuvor war. Doch du könntest gegen ihn ankommen. Du könntest es. Aber versprich mir. Versprich mir, dass du ihn am Leben lässt. Ich möchte ihn etwas fragen, von Angesicht zu Angesicht. Hätte nicht gedacht, dass du jemand foltern kannst. Jetzt schon. Und ich will wissen, warum er mich verraten hat. Willst du ihn?
Sam. Denk an die Versorgungslieferung für South North City. Ich muss sagen, die Geschichte von Fragile ist schon wirklich extrem heftig. Sie hat den Körper einer alten Frau und wundert, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Aber ich finde es auch irgendwie unlogisch und merkwürdig, dass man bestimmte Körperregionen verschonen kann, wie das Gesicht. Okay, eine Menge Zeug. Ich bin froh, wenn wir es los sind. 9-mal hier. Schön, dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ich kann's kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein, ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du, heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid. Ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Eine Handfeuerwaffe, eine richtige Waffe. Oh, geil. Und Granaten. Ey, ich bin ja immer noch randvoll bepackt. Ey, mittlerweile schleppe ich einfach zu viel Zeug mit mir rum. Danke, Sam. Du hast South North City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Hör zu, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache.
Was zur Hölle? Leute. What? Ich habe meine Knarre. Was haben wir da gerade gesehen? Mads Mikkelsen? Cliff hat keinen Penis. Er hat keinen Penis, Leute. Und der war irgendwie verbunden mit Soldaten. Und wir sind hier anscheinend im Ersten Weltkrieg. Wo zum Teufel? Wo zum Teufel bin ich, ja? Okay, sind das GDs oder... Ja, damit hätten wir ja die Bestätigung, dass irgendwie auch Zeitreisen existieren. Soll ich hier angreifen? Kann ich mit denen irgendwie... Holy shit! Wow, 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 wow! Alter, Leute, das ist ziemlich heftig. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich folge einfach mal dieser Straße des Todes. Boah, aber hier und da werden wir auch getroffen. Moment mal, Blutbeutel. Kann ich ihn nicht auch so konsumieren? Ging das nicht irgendwie? Ich habe doch welche eingesammelt. Wo sind die? Ach, ja. Wahrscheinlich nicht hier, sondern hier irgendwo, oder? Oder hier. Gib mir mal einen. Und jetzt rennen! Sammy Boy! Boah, nein, 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 nein! Hey, mein Baby wird ganz schön gestresst! Boah, what the fuck? Das ist ein Tentakel-Cthulhu-Panzer! Wo ist er hin? Hier drüben. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier läuft, aber der Panzer ist mein Freund. Hoffe ich doch zumindest. Heilige Scheiße. Ich folge einfach weiter hier den Weg. Okay, hier ist ein weiterer Blutbeutel. Dankeschön. Oh Mann, ich frag mich nur, was er von mir will. Wer ist dieses Arschloch überhaupt? Tja, Sammy Boy, keine Ahnung. Baby. Alles klar, hier gibt's Granaten, hier gibt's irgendwie. Was ist hier los? Hier klafft Insekten und er redet anscheinend mit mir. Ah, gib mal die Granaten her. Mein Gott, oh nein. Ja, das ist auf jeden Fall der Erste Weltkrieg. Gasangriff. Ich erinnere mich nicht. Er scheint selbst irgendwie verwirrt zu sein.
Okay, 15 Schuss haben wir hier. Müssen wir ihn finden über den Scanner? Eine Schrotflinte oder was? Eine Schrotflinte. Er will BB. Okay, das Ding schlägt aus. Und einer weniger. Tja, plötzlich wird das Ganze zu einem Action-Shooter. Ja, meinetwegen, warum nicht? Moment. Hier lang. Alles klar, wir bekommen Besuch. Wow, 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 wow. Er hat keinen Kopf. Meine Nachforschungsfolge ist man da tot. Also tot. Der Mann kann schon wieder nicht mehr reden. Der Blutbeutel ist leer. Dann gib mir direkt noch einen neuen. Warte. Ups. Und... Ach, der nimmt direkt den nächsten, oder was? Ablegen. Hier, den Mülligen kannst du haben. Boah, da ist er doch. What the hell? Ich bin total verwirrt. Okay. Wir müssen erst seine Soldaten killen und dann irgendwie ihn. Ey, die Steuerung ist so nicht ausgelegt dafür. Wir brauchen Verstärkung. Okay, hier lang. Überall liegen tote Fische, Krabben und Wale rum. Kann man auch Munition finden? Au, au. Weil das war's. Das war's. Schrotflinte. Unbedingt Blut. Wow, wow, wow. Er fetzt hier einmal durch. So, Blut wird wieder hergestellt und wir müssen hier lang. Wir brauchen Verstärkung. Wie viel Schuss haben wir hier noch drin? Moment. Okay, noch ein bisschen was. Dann haben wir noch die Pistole. Warte, warte. Hier können wir uns auch noch bedienen. Nom. Schrotflinte da hinten. Irgendwie doof, dass man keine Munition einsammelt, sondern einfach nur eine weitere Waffe. Aber die Shotgun ist geil. Mein Baby wird ganz unruhig wegen dir. Du alte Pissbacke. So. Okay, wie viel habe ich hier noch drin? Nicht mehr viel. Was sagt mein Blut? Mein Blut sagt alles gut. Baby, du kriegst das hin, oder? Wir brauchen Verstärkung! Was war denn das? Ist mir eben gerade irgendwas runtergefallen? Hier ist Gas. Da sollten wir lieber mal nicht hin. Einfach hier den Spuren folgen.
ist er hin? Können wir hier hoch? Ja, hier. Hier. Er erinnert sich nicht. Sind wir in seiner Erinnerung? So, ich würde sagen, wir nehmen direkt die nächste Flinte. Ablegen. Und Sturmgewehr haben wir auch noch eins. Nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, wir haben ihn. Finde den geheimnisvollen Mann. Jetzt haben wir noch mehr Fragen als davor. Im Endeffekt haben wir keine Antworten bekommen. Gar keine. Sam, hörst du mich? Ja. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Die chirale Dichte nahm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst... Das Kleine kann es bezeugen. Sam... Unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Hm. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Hm. Ich bin ja auch voller Blut und Rotz, also... Nun, wie es weitergeht in der nächsten Folge, da drüben liegen meine Sachen rum. Cool. Danke fürs Zusehen, lasst eine Bewertung da. Sam, geh zu Mamas Labor. Ja, Mann. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Ja, aber jetzt nicht mehr. Lasst eine Bewertung da für diese super langen Folgen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!